Wenn mir noch was Gutes eingefallen ist, richtig gut. Ja, wir gehen nicht immer hoch. Wir haben große Kinder frei. Paras Eltern haben Mathilda und Magnus mit zu sich genommen für eine Woche, für 5 Tage. Das heißt, sie haben jetzt 5 Tage ohne die großen Kinder. Ich weiß nicht, was sie in der ganzen Zeit anfangen sollen. Ich will echt mal gleich noch einen Plan machen, was wir jeden Abend machen. Das sind ja nur die Abende. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt Martha geschnappt und wissen irgendwie auch nicht so richtig, was wir machen. Also wir haben so einen Plan, in Berlin gibt es ja so ein Einkaufszentrum, das Bikini. Und im Bikini wollen wir oben auf so eine Dachterrasse rauf und ein bisschen chillen. Uns mal wieder fühlen wie wir Anfang 20. Ein bisschen chillen. Wahrscheinlich sind wir die Ältesten dort. Auf jeden Fall ist es gleich der Praxistest für unseren neuen Kinderwagen. Von dem wir, also ich finde ihn echt gut. Ich finde, dass er dafür, dass er so ganz kleine Räder hat, erstaunlich gut sich über Holpersteinpflaster schieben lässt. Wir gehen jetzt hierher, weil uns schon viele Freunde gesagt haben, das ist schön. Ich frage mal, wie super. Jetzt werde ich die ganzen Prenzlauer Berg-Freundinnen immer hierher verdonnern. Nix mit jedes Mal, Sarah, kommt nach Prenzlauer Berg. Jetzt geht's immer abwechselnd. Einmal Kudamm, einmal Prenzlauer Berg. Gerlin? Oder Gerlin? Eins. Oh, guck mal, ich mal. Zu bieten hat. Das ist so schön. Manometer. Das ist echt abgefahren. Das war eben wirklich eine Schnapsidee, ja. Hinter uns da. Und ich habe eigentlich nur gefragt, ey, habt ihr zufällig eine Aussichtsplattform? Moment, gar kein Problem, vor allem im 10. Stock. Und das ist echt geil. Jetzt müssen wir, wenn ich Berlin besuche, und die fragen mich, wo sie hingehen sollen. Da fahr ich hin mit deinen Eltern, gehen wir jetzt nächstes Mal hier frühstücken. Ich stand gerade eben nach vorne und habe ein paar Aufnahmen gemacht. Und in der Zeit ist Sarah doch wirklich. So ein Penner. Der hat das Hotel eingeschlafen. Es fühlt sich ein bisschen an, als wären wir im Paradies. Es ist schön ruhig, es ist nicht so knallig, sonnig. Da plätschert der Brunnen vor sich hin. Ich habe mich auch immer lange danach gesehnt, in Stadtteilen zu leben. In Stadtteilen zu leben, wie Friedrichshain, Kreuzberg, wirklich im Zentrum von Kreuzberg, Kreuzberg ist ja sehr groß, oder Prenzlauer Berg. Weil dort viele Menschen zusammen sind, zusammenleben, die moderne Dinge machen und die Wert auf schöne Sachen leben irgendwie und auf andere Sachen. Also es gibt an der Spree schöne Bars und eben auch den Klunkerkranich, können wir das Video mal verlinken, wo Julius und ich schon mal waren, auf den Dächern in Neukölln. Und ich mag sowas und ich mag auch gerne immer mittendrin sein und dabei sein. Charlottenburg, meine Freundinnen sehen das auch so, viele, ist irgendwie uncool, sagen meine Freundinnen. Es ist spießig, sind die reichen Leute, die Spießerleute. Es ist nicht so viel los, es ist halt alles nur so Etepetete, sagt man. Ich möchte mit diesem Vorteil aufräumen. Aus meiner Sicht ist das ganz und gar nicht so. Ich liebe Charlottenburg, es ist großartig. Es ist hier so viel, auch eigentlich so ein sinniger Hipster-Sachen. Also wir haben ja auch die ganzen Hipster-Sachen. Achtung, sinniger Hipster. Sinniger Hipster. Also das, was ich mag, diese ganzen neuen Sachen und diese ganzen süßen kleinen Lokalitäten, die haben wir auch alle. Und der Preis ist absolut gleich, weil ich meine, in Prenzlauer Berg kostet der Kaffee auch sehr viel und Clubmate und die ganzen Getränke. Und das kostet hier keinen Euro mehr. Ich weiß nicht, also das Getränk war gerade sehr, sehr günstig. Das war quasi ein Schnäppchen so günstig, dass wir dachten, wir würden eins bezahlen. Das ist ein Schnapper. Ein Schnapper, habe ich gerade schon gesagt. Das hat sich tot gelacht. Und es ist also nicht teurer und tausendmal geiler. Es ist wirklich, Charlottenburg ist der geilste Stadtteil Berlins. Es ist so cool hier zu leben. Und man hat trotzdem ganz viele junge Menschen um sich drumherum und das Ganze eben noch in schick, ohne dass es ranzig ist und dreckig und schmuddelig, weil mal ganz ehrlich,
Friedrichshain ist auch schon mal an ganz vielen Stellen, es ist cool, aber es ist auch schäbig. Also wer hat sich eigentlich ausgedacht, dass schäbig kann, dass schäbig cool ist? Wollen wir jetzt hin. Da oben ist ein Berliner Radiosender, Radio 1. Wir haben da oben die Dachlounge und die fangen in einer Stunde an oder einer halben Stunde an, von dort oben die Sendung zu übertragen, die Live-Sendung. Und da wir immer noch keine Kinder haben, das haben auch die nächsten vier Abende, nicht drei Abende, aber vier Tage, gehen Sarah und ich da jetzt hoch und gucken uns das mal an. Da gibt es wohl auch eine Bar und es gibt ein Restaurant und bestimmt wird das alles ganz nett. Sarah muss nur da drin auch fertig werden mit Stillen. Für die Hörer an den Radios, damit die wirklich glauben, dass es hier krachenvoll ist. So, also das ist ja auch immer schön. Das war schön. Aber Julius wollte schon nach Hause gehen. Ich will überhaupt nicht nach Hause. Ich möchte irgendwo was essen gehen. Ich hatte eine richtig leckere Wurst, aber wie viele Bratwürste soll man denn essen, um satt zu werden? Ich hätte gern vier Bratwürste. Ich habe richtig Hunger. Und deswegen fahren wir jetzt irgendwo hin essen. Und das finde ich auch durchaus in Ordnung. Aber trotzdem hat es mir gefallen. Hat es dir gefallen? Ich finde es echt schön. Ich möchte da gerne noch mal hin. Das ist wirklich geil. Das macht jeden Tag um 12 auf. Man könnte um 12 hingehen und dann bis 0 Uhr da bleiben. Mittagessen? Ja. Mittagessen. Müssen wir eigentlich noch 7 Uhr. Habe ich schon überlegt, am Freitag, wenn wir Dings machen.